So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum und vorab eine Info. Ich werde Ho-Oh nicht fangen oder versuchen zu holen, weil ich nicht mehr in das Hauptmenü zurückkomme. Weil mein Speicherstand komplett Schrott ist. Und ja, um Ho-Oh zu bekommen, muss man im Duellmodus alle 100 Ebenen mit seinen Story-Pokémon schaffen. Also mit den Pokémon, die man halt fangen kann in der Story. Man kann ja auch die vom GBA übertragen. Aber das geht wie gesagt nicht. Und ich werde diese 100 Ebenen, da werde ich wahrscheinlich noch zu Ende machen, aber das hänge ich erst dann ans Ende ran, wie ich es halt geplant hatte. So, jetzt kommt hier eine Mail. E-Mail. Big guy, there's trouble. The kidnapped forgot word that a suspicious looking Pokemon was spotted in Pirate. I'd like to give you the full story in person, so can you come visit me? Okay, ich muss Zack finden. In Pyritus. Genau hier. So, okay. Zack ist der Typ hier hinten. Wo war das jetzt? Ne, hier war es nicht. Das ist Zack. Also nicht der, das ist wer anders. Das hier, glaube ich. Yep. Oh, hi guys, we just got some news. Der ist Rogue called Kale, who hangs around Pirate's entrance. It sounds like Kale recently battled this creepy trainer. They say that this trainer used some weird Pokemon. I think you should have a talk with Kale about this. So Kale ist der Typ, den wir gerade am Anfang gesehen haben. Also genau hier am Stadteingang. Yo, we meet again, huh? About the shadow Pokemon? Oh yeah, I remember battling one, sure. I'd be willing to share what I know with you, but only if you can beat me. You ready? Ich bin natürlich immer noch überlevelt, deswegen sollte das an sich kein Problem sein. Okay, jetzt beat ich. Oh gut, ich hab Glück gehabt mit der Pokémon-Wahl. Bis God of War. Mach ich mal. Na, Psychic ist eigentlich schon besser, oder? Ich guck mal nach. So, okay, der Angriff von Metagross ist höher als der Spezialangriff. Und ich habe ja noch dieses Metallding. Jetzt muss ich noch mal kurz was nachgucken. Ich sehe jetzt gar nicht da Psychic. Aber Psychic ist, soweit ich weiß, Psychokinese und das ist nicht physisch. Sondern psychisch. Nein, speziell. Gucken, wie viel das abzieht, nicht ganz so viel. Wäre es jetzt die Fee natürlich schon, aber. Oh. So, mal gucken. Naja, es ist jetzt nicht ein großer Unterschied. Aber nächste Runde nehme ich alle seine Pocket Monster raus. Bis und nochmal das gleiche. Ziemlich auf Metagross abgesehen. Also zum Thema Metagross, ich könnte ja noch Tyranitar mit reinnehmen. Warum das? Ach so, weil ich Typ Psycho bin wahrscheinlich.
ist natürlich stark. Nämlich. Der geht jetzt wahrscheinlich mit einer Kampfattacke auf mich los. Mach mal so. Und Entei. So, mal schauen. Ja, geht ab. Das mal kurz hier öffnen. Ja. So. So, mit. Oh, das ist stark. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Psybeam. Nee. Psybeam auf das und Flamethrower auf das. Oh, es reicht. Nice. Müsste reichen, oder? Yes. No, it's been a futile struggle every time. Ich weiß wirklich genau, was das ist, aber okay. The trainer, he used a shadow croconaw. Also, die Weiterentwicklung von Kanimani. The trainer's name was? I forgot. He did say something about the Snagam hideout, though. Ah, genau, Snack im Hideout. So, mal gucken, wo mich das jetzt hinführt. Also, ich weiß natürlich, wo es mich hinführt, aber was geht hier so ab? Okay, ich habe gehofft, dass man da vielleicht hinkommt. Aber anscheinend nicht. Also hier. Vielleicht ist es der Ausgang oder so. Muss ich mal sehen. Was geht jetzt ab? Hi, big guy. Kay wanted me to tell you that... Bluno, okay, Bluno heißt er. Ach, da kann man den Klingelton ändern. Warum ist denn der letzte eingestellt? Habe ich den mal eingestellt? Erinnert mich ein bisschen an Dr. Mario, deswegen nehme ich das hier. Okay. Guck ich mal in die Box. Das ist Bodenunlicht, brauche ich eigentlich, ne? Wenn ich das brauche, dann sowas wie Typ Eis oder Typ Drache. Und gibt's aber, ne? Naja, ist jetzt auch egal. Max Elixier. Aber ich habe das Gefühl, die Afterstory geht noch ziemlich lange. Well, if it isn't you again, you had your way with my party before, but not this time. Den kenne ich irgendwie. Nora oder Noah habe ich schon gehört. Oh, Janna. Oh. Und er hat... Ich versuch's trotzdem mal einzufangen, auch wenn ich jetzt Ho-Oh nicht mehr bekommen will. Oder zumindest nicht mehr vorhab. Haha. Level 33, genau. Stimmt, das habe ich mal gelesen, dass die Pokémon nicht mehr gelevelt werden. Hat er so viele Käfer-Pokémon?
Hier Forward Thrust hat natürlich. Oder Forward Thrust? Ja, genau. Forward. Na, Forward Thrust ist ja, glaube ich, irgendwie. Eine Villa oder so. Entei. Machen wir so. Silberhauch. Ja, das war easy. Ist jetzt schade. Oh, Double Team ist. Das ist nicht schön. Ich bezweifle auch, dass man hier drin irgendwo heilen kann. Muss ich dann jedes Mal zurückrennen. So, das hätte ich. So, wie geht's hier weiter? Da steht noch ein Typ, aber zu dem komme ich nicht. Hat hier jemand das vergessen? Nee. Noch eine E-Mail. Shadow Pokémon List. Tyranitar habe ich, Mistrevis habe ich, glaube ich, nicht. Slugma, Smeargle, Absol habe ich. Okay. Gut zu wissen, aber. Na, was will denn hier Team Snaggem eigentlich noch erreichen? So, mal schauen, wo ich jetzt lang mache. Es geht nur dort lang. Also, auf geht's hier runter. Ne, das mache ich nächsten Part dann. Und also, das war's mit diesem Part und dann bis zum nächsten Mal.